Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Stärkung der finanziellen Ausstattung bei der Flüchtlingsunterbringung, Drucksache 19/5166. Wer bitte bringt das ein? Bitte schön, Herr Kollege Bartelt. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Für die Regierungsfraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bringe ich den Entwurf für ein Gesetz zur Stärkung der finanziellen Ausstattung bei der Flüchtlingsunterbringung ein. Für die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen waren Aufnahme, Asylverfahren und Integration immer eine Gemeinschaftsaufgabe der Ebenen Bund, Land und kommunaler Familie. So hat Hessen in den letzten drei Jahren Initiativen ergriffen und gehandelt. Die Erstaufnahmen wurden sehr gut organisiert, Obdachlosigkeit vermieden, Zelte in kürzester Zeit wieder abgebaut. Die Pauschalen an die Kreise und kreisfreien Städte für die Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nahmen im Ländervergleich immer Spitzenpositionen ein. Es wurde stets der Konsens mit der kommunalen Ebene, den kommunalen Spitzenverbänden, gesucht und gefunden. Hessen hat als einziges Bundesland einen umfassenden und nachhaltigen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und der Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts beschlossen und stellt dafür über 1 Milliarde € zur Verfügung. Aufgrund verschiedener Entwicklungen mussten die Pauschalen des Landes an die Kommunen angepasst werden. Der Bund übernahm gemäß der Vereinbarung mit den Ländern bis vorerst Ende 2018 nunmehr die gesamten Kosten für Unterbringung und Nebenkosten wie Heizung für die Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten. Diese Zahl ist natürlich kontinuierlich gestiegen, da über die Verfahren schneller entschieden werden konnte. Die Zahl der Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen ist erheblich gesunken, sodass der Mehraufwand der Standortkommunen zurückging. Diese Sachverhalte führten 2016 zu intensiven Verhandlungen der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden, die Ende Januar dieses Jahres zu entsprechenden Vereinbarungen geführt wurden und ein entsprechender Abschluss gefunden werden konnte. Den Vertretern der drei kommunalen Spitzenverbänden und unserem Sozialminister Grüttner ist an dieser Stelle der besondere Dank für dieses Ergebnis auszusprechen. Auf alle Belange der kommunalen Familie wurde sensibel eingegangen, sodass hinsichtlich des Finanzflusses für die Kommunen folgende Verbesserungen vereinbart werden konnten. Die große Pauschale für Flüchtlinge, die keine SGB-II-Leistung erhalten, wird jetzt über 3 Jahre statt wie bisher über 2 Jahre geleistet. Die Beträge von 1.050, 940 und 865 € pro Monat in Abhängigkeit von der Region bleiben stabil. Die kleine Pauschale für SGB-II-Bezieher betrug für die Komponente für die soziale Betreuung zur Integration bislang 30 € pro Monat. Sie wird jetzt auf 120 €, also Vervierfachung, angehoben. Falls der Bund nach 2018 die Übernahme der Kosten für Unterkunft reduzieren sollte, rein theoretisch, würde Hessen die kleine Pauschale nach oben wieder anpassen. Die Grenze der Krankenbehandlungskosten, ab der das Land diese vollständig übernimmt, wurde reduziert, auch ein Vorteil für die kommunale Familie. Dieser Vereinbarung haben alle drei kommunalen Spitzenverbände zugestimmt. Das ist der wesentliche Inhalt des vorgelegten
Gesetzentwurfs. Auf Wunsch aller drei Kommunalen Spitzenverbände hat die Landesregierung von der Möglichkeit des Bundesgesetzgebers Gebrauch gemacht, ab dem 1. September dieses Jahres eine Wohnsitzauflage für Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention oder subsidiär Schutzberechtigte einzuführen. Die gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge ist ein Ansatz für den Integrationserfolg. Wenn Flüchtlinge eine Ausbildung absolvieren oder einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz mit einem Einkommen von wenigstens 712 € haben, besteht diese Auflage natürlich nicht. Diese Verordnung wird im Gesetzentwurf berücksichtigt. Standortgemeinden von Erstaufnahmeeinrichtungen werden weniger Flüchtlinge zugewiesen. Da Zahl und Belegung der Erstaufnahmeeinrichtungen deutlich gesunken sind, wird dieser Schlüssel entsprechend angepasst. Wie diese Zahlen der eintreffenden Flüchtlinge sich künftig entwickeln, kann niemand seriös prognostizieren. Die Erstaufnahmeeinrichtungen wären aber personell und durch kurzfristig reaktivierbare Standorte auch auf einen Anstieg vorbereitet. Die derzeitig wichtigen Herkunftsländer, ganz im Gegensatz zu den Hauptherkunftsländern vor zwei Jahren, jetzt etwa Nigeria, Bangladesch, sind aber keine Kriegs- und Bürgerkriegsstaaten, sodass das Ergebnis von entsprechenden Asylverfahren völlig anders zu bewerten ist. Das Land Hessen und die hessischen Kommunen haben die Herausforderungen gemeinsam sehr gut bewältigt. Auch bei den aktuell niedrigen Zahlen von neu eintreffenden Flüchtlingen bleibt die Integration in den Kommunen über eine sehr lange Zeit unsere Herausforderung. Diese Herausforderung werden wir uns gemeinsam stellen und der kommunalen Familie helfen. Der Gesetzentwurf leistet hier einen guten Beitrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt, für die Einbringung. Ich möchte jetzt Herrn Lenders von der FDP-Fraktion aufrufen. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn ich das eben auch sehr friedlich gemacht habe und die Zustimmung zum anderen Gesetz schon signalisiert habe, ich will Ihnen nur sagen, warum wir mit diesem Entwurf ein paar Probleme haben oder zumindest noch einmal deutlicher kritisch hinschauen. Der Landesrechnungshof hat uns seinerzeit in seinem Bericht zur Aufgabe gegeben, dass wir als Parlament deutlich genauer hinschauen müssen, was die Pauschalisierung für die Unterbringung anbelangt. Der Landesrechnungshof hat dort mehr Transparenz eingefordert. Jetzt darf man sich dann schon einmal fragen, ob wirklich das Verlegen dann über eine Verordnung rein auf die Landesregierung, wo es dem sozusagen dem Parlament ja noch weiter entzogen ist, ob das denn wirklich den Empfehlungen des Landesrechnungshofs entspricht. Meine Damen und Herren, da habe ich eher gesagt meine Zweifel. Deswegen gehen wir sicherlich in die Anhörung rein. Ich kann Ihnen für die FDP-Fraktion sagen, dass wir uns auch die Stellungnahme des Landesrechnungshofs dazu gerne anhören werden, wie er das sieht und zu dem, was er uns vorher sozusagen ins Geschäftsbuch hineingeschrieben hat. Dann werden wir dann aber auch objektiv mit dieser Anhörung dann umgehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Für die SPD-Fraktion rufe ich den Kollegen Roth auf. Herr Kollege Roth, Ihnen gehört das Mikrofon. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das ist heute Nachmittag der zweite Gesetzentwurf, der sich mit der ganz großen, ja, ich möchte sagen, der größten Herausforderung für unsere Gesellschaft in dieser Legislaturperiode beschäftigt, die Aufnahme
Integration von Flüchtlingen. Der Gesetzentwurf ist durch die Koalitionsfraktion eingebracht. Ich will in der gebotenen Kürze 4, 5 Punkte nennen, die, glaube ich, für die erste Lesung aus meiner Sicht wichtig sind. Der erste Punkt, der zu nennen ist in diesem Zusammenhang, dieses Landesaufnahmegesetz scheint, und das war ja nicht zu allen Zeiten immer im ersten Anlauf so, aber diese Änderung scheint für die Kommunen keine Nachteile zu bringen. Das ist schon einmal eine wichtige und gute Feststellung. Das Zweite, die Grenze, die überschritten werden muss, wenn es um die Kostenerstattung geht in der Krankenhilfe, die ist um 226 € gesenkt. Das hört sich, wenn man die 226 € hört, viel an. Aber wenn das von 10.226 auf 10.000 gesenkt ist, dann müsste man da vielleicht im Gesetzgebungsverfahren noch einmal darüber nachdenken, ob das für die Kommunen nicht eine bessere Lösung geben kann. Der dritte Punkt, den ich nennen möchte, ganz positiv ist, dass es nun die Möglichkeit gibt, Abschlagszahlungen bis zu 90% der im Abrechnungszeitraum zu erwartenden Erstattungen beantragt werden können. Das ist für die Kommunen sehr gut. Gleichzeitig gibt es aber aus meiner Sicht so viele Fristen, also mehr als bisher, sodass die Abrechnung dadurch, die Gefahr besteht zumindest, komplizierter werden könnte. Auch darüber wird man im Gesetzgebungsverfahren noch sprechen müssen. Auch gut scheint mir aus Sicht der Kommunen zu sein, dass die Unterbringungsgebührensatzung jetzt im Sinne der Ermächtigung möglich ist. Was mich gewundert hat, ist, dass es bei diesem Gesetz nicht zu einem Regierungsgesetzentwurf gekommen ist und dass die Fraktionen dies einbringen. Das führt bei uns dazu, dass wir sagen, wir brauchen unbedingt, weil wir auf keine Regierungsanhörung zurückgreifen können, wir brauchen unbedingt die schriftliche und die mündliche Anhörung in dieser Frage. Ich glaube, das ist dann auch die Möglichkeit für die Kommunen, und ich nenne hier ganz besonders die Städte, und die Stadt, in der wir uns befinden, hat dieses Problem auch, dass sie in der Anhörung dann noch einmal vortragen können, dass sie die Flüchtlinge in ordentlichen Gemeinschaftsunterkünften unterbringen, auch dass sie dafür auskömmlich finanziert werden. Da gibt es immer wieder Zweifel, und das könnte im Gesetzgebungsverfahren mitgeklärt werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Roth. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Faulhaber von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir hatten unsere Kritik an dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Land und den Kommunalen Spitzenverbänden ja bereits im Mai-Plenum formuliert. Auch damals ging es um die Erstattung des Landes an die Gebietskörperschaften im Rahmen des Landesaufnahmegesetzes. Das zentrale Problem der Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme durch das Land ist das System der Pauschalen. Die Pauschalen sind politische Größen, die sich nicht am tatsächlichen Bedarf der Kommunen bei der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Geflüchteten orientieren. Meine Damen und Herren, es gibt sicher Kommunen, die mit der Höhe der Pauschalen ganz gut zurechtkommen. Andere wiederum bleiben auf ihren Kosten sitzen. So etwa der Landkreis Hersfeld-Rotenburg im Jahr 2016. Die haben 9,1 Millionen € ausgegeben, aber vom Land nur 8,5 Millionen € erhalten.
Ein anderes Beispiel ist Kassel. Der Landkreis Kassel hat vergangenes Jahr 35,4 Millionen € ausgegeben und damit 6 Millionen € mehr, als das Land ihm erstattete. Deswegen sprechen wir uns für ein Finanzierungsmodell aus, das sich an den tatsächlichen Kosten orientiert. Und ein solches Modell würde größere finanzielle Spielräume natürlich ermöglichen. Kommunen würden dann nicht, so wie sie es heute vielfach tun, Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften unterbringen, nur um den Betreuungsaufwand und die Kosten niedrig zu halten. Die tun es ja manchmal sogar, wenn ausreichend Wohnraum zur Verfügung stünde. Übrigens hätten dann auch Kommunen in ländlichen Gebieten die Möglichkeiten, sich mit attraktiven Integrationsangeboten als Wohnort für Geflüchtete interessant zu machen. Das wäre nämlich der richtige Ansatz und der richtige Anreiz. Auf jeden Fall ein besserer Politikansatz, als Menschen mit Wohnsitzauflagen in Orte zu zwingen, wo sie nicht wohnen möchten. Meine Damen und Herren, bei der Gruppe der anerkannten Flüchtlinge, die immer größer wird und für die die große Pauschale nicht mehr gilt, zahlt das Land jetzt 120 € im Monat für die soziale Betreuung. Und es ist offensichtlich, dass dieser Betrag viel zu niedrig ist. Asylsuchende benötigen auch nach ihrer Anerkennung Beratung und Betreuung. Der Arbeitsaufwand in den Jobcentern ist für sie wesentlich höher als für andere Gruppen von Hartz-IV-Leistungsberechtigten. Sobald weitere Kostenpositionen hinzukommen, etwa die Kosten für einen Kita-Platz, ist die Pauschale schnell aufgebraucht. Meine Damen und Herren, völlig unberücksichtigt bleiben die Vorhaltekosten der Kommunen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte. Viele Kommunen haben mit Betreibern auch Verträge abgeschlossen über mehrere Jahre. Inzwischen zahlen die Kommunen dann für Plätze, die sie nicht belegen können. Ich meine, das Land sollte sich an diesen Kosten der Kommunen beteiligen. Meine Damen und Herren, eines der größten ungelösten Probleme der hessischen Aufnahmepolitik ist und bleibt die Praxis der Lagerunterbringung. Dass sich die finanzielle Ausstattung der Kommunen an den tatsächlichen Kosten orientieren muss, das ist eine Sache. Eine andere aber ist, dass dies mit verbindlichen Mindeststandards für Unterbringung und Versorgung einhergehen muss. Solche Mindeststandards müssen auch die sozialräumliche Integration der Geflüchteten im Blick haben, und der Unterbringung in Wohngebieten und Privatwohnungen muss Vorrang eingeräumt werden. Wir müssen weg von der Politik der Massenunterbringung. Das Leben in Lagern und Gemeinschaftsunterkünften zermürbt die Menschen, macht sie krank und behindert ihre Integration. Das ist bekannt. Dennoch sehe ich seitens der Landesregierung wenig Bemühungen, die Betroffenen vernünftig unterzubringen und gut zu betreuen. Das Landesaufnahmegesetz, um das es heute geht, wäre der Ort, an dem solche Mindeststandards festgehalten werden müssten. Doch das will die Landesregierung bis jetzt nicht. Nicht einmal eine Betriebserlaubnis nach dem Kinder- und Jugendhilferecht, das ist ansonsten ein Muss in jeder Einrichtung, in der Kinder untergebracht werden, ist in Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende erforderlich. Meine Damen und Herren, ich sehe das vorliegende Gesetzesvorhaben sehr kritisch. Es ist ein finanzieller Kompromiss zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden, der die tatsächlichen Unterbringungssituationen der Betroffenen und deren Interessen kaum berücksichtigt. Eine Integration wird aber nur dann gelingen, wenn menschenrechtliche Mindeststandards und ausreichende Finanzierung der Kommunen gewährleistet wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieses Gesetz fasst zusammen, was in einer unfassbar großen Kraftanstrengung erarbeitet worden ist, nämlich in langen, monatelangen Verhandlungen mit vielen Akteuren bei der Frage, welche Entgelte, welche Pauschalen angemessen sind für die Unterbringung von Flüchtlingen. Und wenn man die Entwicklung der letzten Jahre sieht,
wie hoch die Pauschale nun einmal ist, bis zu 1.050 €. Über 45 % ist sie angehoben worden, zu Recht angehoben worden, weil die Herausforderung vor Ort so groß ist. Dann sind diese neu ausverhandelten Pauschalen ein hervorragendes Ergebnis für die Kommunen und eine hervorragende Entscheidung der Landesregierung, so ein Abkommen abzuschließen. Wir haben neben der Pauschalen der großen auch die kleinen Pauschalen, und es wurden auch noch einmal über die Fragen der Gesundheitskosten durch das Land gesprochen, und sie wurden abgesenkt auf 10.000 €. Die Vorrednerinnen und Vorredner haben es schon einmal gesagt. Ich finde, diese Pauschalen sind in der Tat auskömmlich. Ich bin wie viele von Ihnen auch in diesen Bereichen, in diesen Themenbereichen viel durchs Land gefahren. Wir haben uns viel mit Menschen getroffen, mit Landräten, mit Hauptamtlichen und auch mit den in den Flüchtlingsunterbringungen. Ich habe seit einem Jahr keine Kritik darüber gehört, dass die finanzielle Ausstattung nicht in Ordnung ist. Über diesen Punkt, Herr Roth hat es ja auch gesagt, es hat den Anschein, dass diese Mittel auskömmlich sind. Das heißt noch lange nicht, dass es bei den Umsetzungen vor Ort Probleme gibt. Ich nenne nur eine Sache. Es fehlen immer noch Sprachlehrer, oder es gibt zu wenige Sozialarbeiter und vieles andere mehr, für das auch Politik immer nur mittelbar etwas hat, wenn dieser Markt leergefegt ist. Wie viele uns sagen, ist der Markt halt leergefegt. Aber die Landesregierung hat Rahmenbedingungen geschaffen und Mittel bereitgestellt, damit diese Arbeit gelingen kann. Wenn Sie vor Ort in bestimmten Bereichen zu wenig Sozialarbeiter finden, ist das tragisch, aber nun wenigstens die Schuld der Politik. Also, die Mittel sind vorhanden, die Pauschalen sind erhöht worden. Die bekannte Diskussion ist eigentlich schon gelaufen. Ich finde, dass dieses ein weiterer Bestandteil ist einer guten Integrationspolitik, wie sie im Übrigen, und das muss man in diesem Zusammenhang auch erwähnen, gerade offensichtlich dann, wenn man Frau Faulhaber zuhört. Wir haben einen Aktionsplan 2 zur Integration von Flüchtlingen und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt hier im Hause verabschiedet. Im zweiten Jahr. Das erste war 1,3 Milliarden €, das zweite Paket 1,6 Milliarden € für die Unterbringung, für die Versorgung, für die Betreuung, für die Integration in den vielfältigsten Bereichen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, sprachbildungspolitischen Maßnahmen, Wohnungspolitik. Vieles andere mehr ist in dem Aktionsplan beschrieben. Dort sind eine Fülle, eine unfassbar große Fülle von Maßnahmen und Mitteln vorgesehen. Übrigens auch, Frau Faulhaber, bundesweit einmalig. Es gibt überhaupt nur einen zweiten Aktionsplan in diesem Umfang. Das kommt aus Bayern mit 500 Millionen €. Aber in einem Milliardenbereich gibt es nur Hessen von 16 Bundesländern. Das ist eine vorbildliche, ich finde, wirklich vorbildliche Arbeit, die das Land und die Landesregierung macht. Nur so kann Integration gelingen, so kann geschafft werden, dass tatsächlich die Flüchtlinge, die herkommen, tatsächlich zu Hessinnen und Hessen werden. Und deswegen ist dieser Gesetzentwurf befasst sich mit einem Teil des Aktionsplans, nämlich die auskömmliche Ausstattung der Kommunen. Und das ist wirklich auskömmlich und ausreichend gelungen. Und alle anderen Maßnahmen finden sich im Aktionsplan, und die sind wirklich nicht das Problem, dass kein Geld vorhanden wäre für die Integration. Wir haben eine Fülle anderer Probleme, kultureller Probleme, sozialer Probleme, Fachkräfteprobleme, die wir Schritt für Schritt abarbeiten werden. Aber das ist heute nicht das Thema. Aber auch dafür gibt es keinerlei Anlass von Kritik, dass das Land Hessen nicht genug Rahmenbedingungen oder Mittel zur Verfügung stellt. Rundum gesagt und kurzum gesagt, das Landesaufnahmegesetz stellt eine wirklich gute Pauschale zur Verfügung. Alle anderen Probleme diskutieren im Zusammenhang des Aktionsplans. Und dort ist eigentlich alles abgefrühstückt, in übrigens Zusammenarbeit mit dem Asylkonvent, mit vielen Arbeitsgruppen, mit den Menschen in der Flüchtlingsberatung und vielen anderen mehr. Anregungen werden aufgenommen und umgesetzt. Aber das hat mit diesem Gesetz heute hier nichts zu tun. Die Pauschalen sind gut, und ich bin stolz darauf, dass das Land das auch die nächsten Jahre sicherstellt. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ende des Jahres 2015 haben Finanzminister Dr. Schäfer und ich mit den Kommunen gemeinsam verhandelt über die Frage der Pauschalen. Wir kamen zu einem Ergebnis. Dieses Ergebnis sollte schnell umgesetzt werden. Es ist damals zu Beginn des Jahres 2016 durch einen Gesetzentwurf, den die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen in den Landtag eingebracht haben, beschlossen worden. Ich denke, wenn ich mich recht daran erinnere, fast einstimmig beschlossen worden. Gleichzeitig ist zum damaligen Zeitpunkt vereinbart worden, dass wir das laufende Jahr 2016 beobachten, die Entwicklungen sehen und am Ende des Jahres 2016, Anfang 2017,
uns auf der Grundlage von dann vorhandenen Daten zusammensetzen, um erneut über die Auskömmlichkeit von Pauschalen zu reden. Diese Untersuchungen sind vorgenommen worden und hatten zu dem Ergebnis, dass die verhandelten Pauschalen im Jahre 2015, die durch das Landesaufnahmegesetz 2016 dann auch zum Gesetz gekommen sind, mehr als auskömmlich gewesen sind. Das ist eine sehr deutliche Mehrzuwendungen des Landes an die Kommunen gegeben hat, als dort tatsächlich Aufwendungen vorhanden gewesen sind. Das führte dazu, dass wir in den Verhandlungen dann mit den kommunalen Spitzenverbänden die Überlegung angesprochen haben, ja, wir wissen, wir haben die gleiche Situation, die wir bei uns im Land haben, auch auf der kommunalen Seite, dass wir in den Zeiten, als wir sehr viele Flüchtlinge und Asylsuchende hatten, die zu uns gekommen sind, Kapazitäten geschaffen haben, die aber nicht so schnell jetzt wieder abgebaut werden können, wie wir sie aufgebaut haben, weil wir nicht wussten, wie sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen darstellen wird. Und eines der Ergebnisse, das wir mit den Kommunen getroffen haben, einvernehmlich mit den Kommunen, dass wir die Pauschalen, die großen Pauschalen, nicht kürzen, sondern unverändert weiter zahlen an die Kommunen, die Kommunen im Gegensatz dazu aber auch erklären, dass es keine still- oder leerstandsbedingten Kostenansprüche der kommunalen Seite an das Land wieder gibt. Und wenn heute eine Kommune sagt, wir haben Mietverträge abgeschlossen und wir kommen nicht raus und wir haben Kosten, sage ich, wir haben einvernehmlich mit allen Kommunen verhandelt, nämlich durch ihre Spitzenverbände, dass genau dieses mit der Gewährung der Pauschalen abgegolten ist, neben der Unterbringung von Flüchtlingen. Wer also heute so etwas fordert, weiß nicht, was Gegenstand der Verhandlungen und damit auch Gegenstand dieses Gesetzentwurfs ist. Das Zweite ist, wir haben im Hinblick auf die Tatsache, dass der Bund in der Zwischenzeit über das Wohngeld die gesamten Kosten übernimmt für die Unterbringung, also für diejenigen, die im SGB-II-Bezug als Asylsuchende und Flüchtlinge sind, gesagt, wir gewähren die kleine Pauschale auch in einer Größenordnung weiter, die deutlich über die uns zur Verfügung stehenden Daten der Aufwendungen der kommunalen Seite für soziale Betreuung gewesen ist, um an dieser Stelle den Kommunen eine Hilfestellung zu geben. Das sind die 120 €. Und an der Stelle muss ich sehr deutlich sagen, dass wir auch dort eine Einvernehmlichkeit mit der kommunalen Seite erzielt haben. Und ein Drittes. Wir haben in den Vereinbarungen mit der kommunalen Seite auch vereinbart, dass wir die Fraktionen bitten werden, diesen Gesetzentwurf einzubringen, um möglichst schnell in die Erstattungszahlungen kommen zu können. Dass es jetzt etwas länger gedauert hat, lag an einer Tatsache, die auch den Kommunen zugutekommt. Wir haben in diesem Landesaufnahmegesetz eine Ermächtigung zum Erlass von Satzungen auf kommunaler Ebene vorgenommen, damit Mieteinnahmen oder Mietzahlungen, die Kommunen in Gemeinschaftsunterkünften erzielen, auch tatsächlich über Wohngeld SGB II abgerechnet werden können und die Kommunen eine Satzungsermächtigung dafür bekommen. Damit bekommen sie diese Kosten erstattet. Das ist ein ganz wesentlicher Vorteil für die kommunale Seite. Und wir mussten an dieser Stelle suchen, ob wir es hinbekommen, mit dem Kommunalen Abgabengesetz das in Einklang zu bringen im Hinblick auf die Rückwirkung. Und weil an dieser Stelle jetzt nicht etwa eine Person betroffen ist, sondern der Bund betroffen ist als Staatsform, ist eine Rückwirkung über die 3 Monate, selbst wenn eine Satzung erst im nächsten Jahr erlassen wird, zurückdatiert auf den 1.1. dieses Jahres möglich. Das wird den Kommunen eine Hilfestellung sondergleichen geben. An dieser Stelle haben wir sehr intensiv mit denen verhandelt. Und es gab auch auf der kommunalen Seite nie eine Forderung, von der Fragestellung der Pauschalen abzusehen und in Spitzabrechnung zu gehen. Es war eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung, die die Spitzabrechnung und die Vollkostenerstattung abgeschafft hat und aus gutem Grunde Pauschalen eingeführt hat bei der Erstattung der Aufwendungen von Flüchtlingen in unserem Land. Und an diesem guten Teil einer Beschlussfassung halten wir auch nach wie vor fest. Und es gibt auch keine Forderungen von den Kommunen im Hinblick auf eine Spitzabrechnung oder Vollkostenentlastung. Und ein Letztes. Und das finde ich an einer Stelle
der Verantwortlichkeit gegenüber denjenigen, die sich seit dem sehr viele Menschen zu uns gekommen sind und die Situation sich ja zum Glück deutlich beruhigt haben und deutlich weniger Menschen zu uns kommen. In all der Zeit, auch als noch so viele Menschen täglich zu uns gekommen sind, haben die Kommunen und alle, die Verantwortung getragen haben, dafür gesorgt, dass eine menschenwürdige Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen vorgenommen wird. Und wer heute von Lagerhaltung, menschenverachtender Unterbringung und anderem spricht, der hat nicht verstanden, was dort vor Ort geleistet worden ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist eine Semantik, die an dieser Stelle vollkommen fehl am Platze ist. Und deswegen bleibt es auch dabei. Wir sind der festen Überzeugung, dass das, was immer wieder auch von Oppositionsrednern gesagt wird in diesem Landtag, an dieser Stelle von uns genauso umgesetzt wird. Wir haben vollstes Vertrauen in die kommunalen Gebietskörperschaften, dass sie sich im Hinblick auf Betreuung, Unterbringung, Versorgung und Bemühen um Flüchtlinge und Asylsuchende nach besten Kräften bemühen. Wir brauchen keine Standards zu setzen. Kommunen wissen selbst, was sie zu tun haben. Und deswegen werden wir auch keine Standards setzen. Und mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, von dem ich dankbar bin, dass in die Fraktionen eingebracht werden, werden die Ergebnisse umgesetzt, die wir einvernehmlich mit der kommunalen Seite verhandelt haben. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den SIA.